Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Teleblocher. Ein Thema dominiert im Moment. Man hat es immer ein bisschen unter dem Deckel gehalten in den letzten Wochen. Aber jetzt, das Ecopop-Thema wird zum dominierenden Thema in der Schweizer Politik. Ja, ja. Das ist natürlich so. Die Leute, die wir kennen. Und man will nicht sehen, vor allem bei den führenden Kreisen, das Problem der Ausländer, vom Asyl, von der Ausländerkriminalität. Das ist ein brennendes Thema bei den Leuten, aber man redet nicht gern darüber. Warum? Weil man sofort einen moralisch zusammenschlägt, wenn er etwas sagt. Aber ich einen Freund finde. Das sind keine Freunde finde. Das ist ein ernsthaftes Problem, aber ich darf nichts mehr sagen. Bin ich einen Freund finde. Man ist nicht gern einen Freund finde. Du bist ein Populist. Weiß zwar niemand, was da ist, aber es muss ja etwas grusig sein. Sonst würde man es einem nicht anhängen. Jetzt kommen sie immer mit neuen Wörtern. Ökodiktaturen und alles deriges Zeug wird einfach moralisch wird argumentiert. Und dann fangen die Leute an zu schweigen. Mir fällt doch auf, in vielen Kreisen, wo ich bin, und ich nie denke, dass sie sagen, ja, da müssen wir ja stimmen. Aber es ist ja gleich interessant, jetzt gerade bei der SVP kann man ja das beobachten. Sie haben ja deutlich in der letzten Sendung gegen die Initiative Stellung genommen. Ja, jetzt noch. Aber ich habe schon gewusst, dass viele in unserer Eben, jetzt sind ja mehrere Kantonalparteien, ja. Sind jetzt auf der anderen Seite. Ja, oder? Ja, gut. Das ist ja auch nichts Besonderes. Das haben wir ja schon viel gehabt. Ich war ja schon manchmal alleine in der Partei und die anderen haben etwas anderes gemacht. Minderinitiative in so einem Fall. Ja, natürlich. Das muss auch so sein, sonst müssten wir ja nicht abstimmen. Und da unsere Kritiker. Ja, die Partei die hat ja nichts zu sagen. Das sind Diktatoren, aber die machen ja nur, was der Blocher will. Man abstimmt, dann stimmt es anders. Nein, die Partei nicht mehr im Griff. Ich will keine Partei im Griff haben. Aber in dieser Frage hat es einen Haufen Leute, nicht nur bei uns, in der Bevölkerung, die das Vertrauen nicht mehr haben in Politiker und im Bundesrat, was die Ausländerpolitik anbelangt. Und die Asylpolitik auch. Da hat man schon so viel versprochen. Und vorausgesagt und nie gehalten. Und jetzt, es gibt ja nur einen wirklichen Grund, um zu sagen, man soll die Initiativen ablehnen. Die, die für die Zuwanderung sind, die muss man ja nicht überzeugen, die stimmen sowieso nein. Aber wie ist es das? Und das ist die Mehrheit vom Volk, die sagt, wir müssen die Zuwanderung endlich beschränken. So geht es nicht weiter, dass jedes Jahr 80'000 hier in die Schweiz hier gepflanzt werden. Es sind ja gesamte 100'000, aber 80'000, wo kommen die Leiden jedes Jahr neu aus dem Ausland. Und sagt doch einmal in Bern, ihr macht jetzt etwas. Wir haben ja jetzt Masseneinwanderungsinitiativen angenommen, 9. Februar, ja. Wo ein gutes, bewährtes System, wo man nur zur Schubladen ausnehmen und durchführen, damit das endlich aufhört. Und jetzt gehen die Bundesräte ein Interview geben gegen die Ecopop-Initiative. Aber bis jetzt hat ein Satz gefehlt. Das wäre der einzige gewesen, den man gebraucht hat. Hört, lehnt jetzt die ab, weil das ist wirklich... kann das also ganz schädliche Folgen haben. Und so auch für die Schweizer und die Schweizerinnen. Also inwiefern denn zum Beispiel? Ja. Ich will es dir noch gerade sagen, aber sagen, jetzt haben wir am 9. Februar beschlossen, jetzt machen wir das und das beschränkt Zuwanderung und das ziehen wir jetzt schnell durch. Ja, die Ecopop-Initiative hat zwei Sachen. Wenn man zuerst eine, die ist einfach naiv, sind Intellektuelle, die das machen. Die sagen, wir gehen auf Afrika eine Geburtenregelung machen. Und quasi Kondom verteilen oder ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Und wenn man die Geburten ein bisschen abtut in Afrika, dann kommen auch weniger Afrikaner. Aber die kennen die Afrika nicht, die müssen auch nicht wieder Afrikaner ticken. Gut, auf dem Papier stimmt es ja, oder? Ja, das ist alles. Das ist ein intellektuelles Konzept. Ja klar, jetzt gehe ich schauen, dass weniger Afrikaner geboren werden, dann kommen auch weniger. Afrika, schon das Wort regulieren in Afrika, in gewissen Staaten, ist unmöglich. Und dann noch Geburten regulieren, das ist ganz unmöglich. Aber item, das ist, der kostet einfach einen Haufen. Das ist alles. Aber jetzt bei den Dingen.
beim Inland sagen die, was eben die angenommene Initiative im 9. Februar den Fehler nicht macht, wo sagt, eine starre Quote, nicht mehr als 0,2%. Das sind, wenn man es ausrechnet, etwa 17'000. Wir tun heute schon Flüchtlinge anerkennen und vorläufig Aufgenommene, sind das ungefähr in dieser Grössenordnung. Also ist es ja schon erfüllt mit denen. Jetzt nehmen Sie ein Unternehmen mit 20 Leuten. Der braucht dringend einen Ingenieur. Der sucht den Ingenieur. Heute mit der Personenfreizügigkeit muss man ja da gar nicht suchen, sondern kann einfach holen. Mhm. Aber wenn der 9. Februar da ist, dann muss er suchen. Und wenn er keinen findet im Land, aber nur dann, kommt er einen über aus dem Ausland. Aber bei der Ecopop, wenn die 17'000 erfüllt sind, kann man keinen mehr holen im Ausland. Dann sagt man, es hat ja 17'000 da. Mhm. Muss er dir einen Eritreer anstellen? Kann er ja nicht, er hat ja keine Ingenieure. Die arbeiten ja die meisten überhaupt nicht, oder? Und jetzt muss er sagen, ja, dann ohne einen Ingenieur kann ich es nicht machen. Jetzt muss ich halt den Tarosingenieur haben, und das ist ins Ausland. Dann muss er aber den ganzen Betrieb ins Ausland verlegen. Und dann verlieren die 19 anderen, die 19 Schweizer, ja, verlieren ihren Job, oder? Und jetzt sagen sie ja, das stimmt nicht, was ich sage. Wir können natürlich auch überschreiten in 11 Jahren. Aber müssen dann das andere Jahr um das wieder zurückgehen. Ja, das nächste ist ja wieder das gleiche Problem. Nein. Und das trifft also die Schweiz ganz hart. Und darum muss man da Nein sagen. Und die, die Zuwanderung beschränken wollen, wie wir wollen, die müssen jetzt endlich dafür sorgen, dass jetzt das durchgesetzt wird vom 9. Februar. Und da haben viele natürlich Vertrauen in die Politik nicht mehr. Der Bundesrat sagt es nicht. Dort so, wie wenn er es machen würde, aber man merkt es nicht. Und zweitens, die SP hat beschlossen, den letzten Parteitag. Ja, wir sind dagegen, dass man den 9. Februar durchsetzt. Also, die sind gegen den Rechtsstaat. Die CVP, die Christlichen und also Partei, sogenannte, und BDP, die haben gesagt, wir machen etwas Neues, zum Rückgängig machen. Da ist doch kein Vertrauen. Und da sage ich, da kennen es die Leute nicht. Ich habe gestaunt, was für Leute ich letzte getroffen habe, die mir gesagt haben, ja, ich stimme ja. Sie machen ja nichts in Bern. Immer sagen sie gleich, machen ja nichts in Bern. Also besser Situierte und ja, Akademiker. Ja, besser, was ich nie gedacht habe. Und darum, und dann hat es noch viele in unserer Partei, die sagen, denen müssen wir einen Denkzettel geben da oben. Ja, einen Denkzettel. Und dann lassen sie es machen. Aber das könnte nur ein glaubwürdiger Bundesrat, der sagt, jetzt setzen wir da durch, wo man am 9. Februar beschlossen hat, könnte ich da Vertrauen geben. Ich hoffe trotzdem, dass sie abgelehnt wird. Aber und wenn die Leute kein Vertrauen mehr haben im Bundesrat, dann kommt eben eine unsere Lösung. Dann werden wir eine Volksinitiative machen und sagen, jetzt wird Personenfreizügigkeit gekündigt. Der Vertrag kommt, dann haben sie keine Ausrede mehr, um die Bundesverfassung nicht anzuwenden. Aber gleich kommen wir noch mal zurück. Jetzt hört man ja vielerorts an den Vorwurf, Sie sagen das jetzt so im kleinen Rahmen, also wir beide hier im Teleblocher, aber Sie treten öffentlich nicht auf, wie zum Beispiel gegen Minderinitiativen. Ja, ich trete überall auf, wo ich gefragt bin. Ich kann nicht sagen, ich war noch nie mich angeboten. Wenn ich gefragt werde, sage ich ja. Jetzt im letzten Moment kommen sie. Also Panik also, ist da langsam mit diesen Kreisen, ich kann auch die ganze... Ich bin ja in dem Komitee, dem Bürgerlichen, gegen die Initiative. Das ist doch keine Argumentation. Menschenverachtend schädlich. Ich meine, da glaubt ja der Bevölkerung niemand mehr deren ausländer Politik so Zeug. Sondern da gibt es nur eins. Ganz klar sagen, jetzt haben wir am 9. Februar die Lösung beschlossen. Jetzt machen wir, dann geht die Zuwanderung zurück. Und die setzen wir durch. Und wenn die EU nicht darüber vorhanden darüber, wird der Vertrag gekündigt. Fertig. Fertig gibt doch nichts anderes als das. Aber das scherbelt alles. Und wie ist denn das gelaufen in diesem Komitee? Haben Sie sich dort durchsetzen? Nein, ich bin nicht in der Führung. Wer hat denn den Lead eigentlich jetzt? Ich weiß nicht. Also,
Die FDP, CVP, die SVP und alle anderen Parteien sind dabei. Wir können doch nicht überall den Lead übernehmen. Jetzt müssen Sie mal schauen, in welcher Lage das die SVP ist. Bei der 1-12-Initiative haben wir den Lead gehabt, weil wir gesagt haben, die sind glaubwürdig. Haben sie ja gestritten dort, CVP und die FDP. Und dann gesagt, ja, du nicht. Und so. Aber gut, dann machen wir es. Bei der Mindestlohninitiative wieder genau das Gleiche. Haben wir den Lead gehabt. Wir haben das gewonnen, oder? Aber dann müssen wir wieder auf der anderen Seite antreten gegen die, wie bei der Masseneinwanderungsinitiative, bei der ganzen EU-Frage. Und das ist halt zusammengefügt, stimmt nicht mehr. Wir sind die grösste Partei. Und die grösste Partei ist nur mit einem Vertreter im Bundesrat. Wir haben natürlich eine halbe Opposition. Das merken unsere Leute in den Kantonen aussen natürlich auch, oder? Und es ist ganz gefährlich, wenn man eine Bevölkerung nicht ernst nimmt. Eben, das habe ich erlebt, mal bei der Minderinitiative. Da ist mir unter die Haut gegangen, da bin ich viel abgetreten. Ich war auch für den Gegenvorschlag. Auch dort hat man einfach in Bern nicht ernst genommen, das Problem. Man hat ja alles versucht, im Ständerat das Aktienrecht so zu machen, dass alles rausgeht. Natürlich auf Druck von den Managern, die das trifft. Und nachher bin ich angetreten und gesagt, warum die Initiative schlechter ist als der Gegenvorschlag. Wir müssen ja noch schauen, dass die Wirtschaft auch funktioniert, oder? Und der Gegenvorschlag war auch hart. Da sind rechtschaffene Handwerker aufgestanden. Also solide. Die haben mir gesagt, schauen Sie, Herr Blocher, Sie mögen Recht haben. Und Sie wissen, wir stehen hinter Ihnen und so weiter. Aber jetzt ist fertig. Denen da oben gehört jetzt mal endlich eins an die Schnurren. Das ist ein berühmtes Zitat von letzter Woche. Ja, Zitat, und den anderen gesagt, ich habe gesagt. NZZ am Sonntag, Bundesrat, ja. Aber, und da habe ich gemerkt, die sind so verrückt und fühlen sich so bedrängt, dass die dann auch etwas Gefährlichem zustimmen. Die Minderinitiative ist nicht gefährlich, aber das sieht man jetzt beim Durchsetzen natürlich. Es ist für viele Firmen sehr kompliziert und das ist sicher kein Vorteil. Aber item. Aber da bei der Ecopop, jetzt gut, jetzt gibt es wieder derjenigen, die sagen, da machen nichts, wenn sie angerührt. Sie wird ja auch nicht durchgesetzt. Wenn man natürlich so weit sind, dass man von vornherein sagt, das wird nicht durchgesetzt, dann gute Nacht um 6 Uhr. Und dann, wenn einer bringt, Hauptgrund, warum man muss da dagegen sein, das gefährdet die Bilateralen. Ach, das bringt jetzt keinen mehr hinter dem Verführen. Die kennen einfach die Stimmung nicht. Aber sind Sie jetzt nicht angefragt worden in der Arena, heute Abend Frau Sommaruga? Nein, ich habe mich nicht gefragt. Der Spuler drin, glaube ich. Ja gut, ich meine, das ist ja ein taktischer Fehler. Man kann doch nicht jemanden dafür stellen, der schon gegen den 9. Februar war. Der will ja keine Zuwanderungsbeschränkung. Also Peter Spuhler meint es jetzt, ja? Ja, ist ja ein rechter Mann, aber ist jetzt für das falsch. Aber ich weiss schon, da wird dann nur noch taktisch überlegt und das Volk wieder nicht ernst genommen. Wir nehmen einen, der in der SVP ist. Der überzeugt den SVP-Wähler. Der hat er hier schon nicht überzeugt, weil er hat eine andere Meinung, kann er ja haben. In einer Partei gibt es immer auch andere Meinungen. Und jetzt Frau Sommaruga. Also wenn sie so argumentiert, wie sie bis jetzt argumentiert, wir lösen das Problem durch verdichtet zu bauen. Mhm. Wer in der Schweiz will dann verdichtet zu bauen um seine eigene Hütte herum? Oder? Wo sein eigenes Haus aufstocken und deren Zeug? Das wollen doch die Leute nicht. Das ist doch ausgewichen. Das macht es ja gleich bei der Asylpolitik. Sie tut vor allem überlegen, wo bringe ich die Asylsuchenden unter, als dass sie endlich sagen, wir müssen die Asylsuchenden Zahl reduzieren. Alle die, die kommen, die gar kein Flüchtling sind. Es sind so Denkfehler, so taktische Fehler, das ist eben, wenn der Moralismus vorne steht, das ist halt furchtbar. Aber ich habe jetzt ein kleines Gefühl, wenn man es rausgehört, sie werden... Also ich habe jetzt nächste Woche... Jetzt kommen ja alle plötzlich. Jetzt habe ich noch ein Interview gegeben für das Tagesanzeiger online, das ist schon die Zeitung gibt vielleicht. Dann in der... Für den Blick, für die nächste Woche. Dann bin ich auch in seiner Abendsendung. Jetzt kommen wir einmal alle. Jetzt
Nicht der Blocher. Aber es hat gleich eine gewisse Ausgrenzung stattgefunden wieder von Ihnen, ja, oder? Ja, natürlich. Das ist ja immer die Pendelbewegung. Der ist viel in den Medien. Der ist viel von. Jetzt sind wir ruhig. Dann sind sie ruhig, dann kann ich alleine schön reden. Und dann, jetzt muss man dem mal endlich rumgeben. Und wenn sie rumgeben, müssen sie wissen, sie müssen halt antreten. Und jetzt einmal ist ganz etwas Komisches. Jetzt kommt man zu Hilfe holen. Der, den man jetzt ausgeht, holt man zu Hilfe. Es stimmt eben nicht. Schauen Sie, wenn sie nur taktisch und moralistisch überlegen, dann scherbeln sie immer. Weil der erste Satz widerspricht dem zweiten. Also sie sind gerade in die Linie gehen und ich sage meine Meinung. Ich habe meine Meinung in der Partei immer auch gesagt, auch wenn ich alleine war. Das ist eine Partei, die die Freiheit haben. Die SVP ist natürlich gleich noch die Partei, die am konsequentesten ist, eine ganze EU-Frage, wo man darauf verlassen kann. Oder? Aber in Detailfragen wie da gibt es natürlich andere Meinungen. Und die, die da dafür sind, das sind die, die jetzt den Kopf verloren haben und sagen, also uns ist bald gleich abgeschlossen wird, wenn nur mal etwas geht. Oder? Sie sind viel in den Medien, haben Sie vorhin gesagt. Es ist jetzt auch wissenschaftlich bestätigt. Diese Woche ist ein Medienbericht aus Rabo, der sagt, die SVP ist, glaube ich, 37% von allen politischen Berichten in der Schweiz. Ist die SVP erwähnt. Die Wählerstärke ist nur 30%, das ist ungerecht, oder? Hat die Uni Zürich vom Herrn Imhof festgestellt. Also, den Bericht habe ich ja nicht gelesen, aber ich habe den Bericht über diesen Bericht gelesen. Von diesen Zeitungen, ich habe vor allem in der Zürich-Zeitung gelesen. Nicht in der Basler Zeitung? Habe ich auch gelesen, aber in der Zürich-Zeitung ist mir am meisten aufgefallen. Da wird gerade am Anfang gesagt, der Forschungsbericht und die Forscher. Das ist heute das Niveau der Forschung. Also wenn ich sehe, was die herausgefunden haben, die Forscher, die dann Subventionen wahrscheinlich noch haben vom Staat und vom Bund, das Universitätsinstitut, glaube ich, oder was. Vom Herrn Imhof, ja, ist ein eigenes Institut. Professor Imhof, muss ja Professor sein, ist ja klar. Kennen Sie ihn? Ja, ich habe ihn schon gesehen, aber ich kenne ihn nicht gut. Und was die herausfinden, wie viel Mal wird die SVP erwähnt in der Zeitung, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, 2 Jahre oder 1 Jahr oder 4 Jahre, ich weiß es nicht, wie viele, es wird einfach lange die Primarschüler. Da könnt ihr ja heute mit denen in der Elektronik, könnt ihr ja nur ein Stichwort eingeben, dann müssen sie noch zählen, das ist noch die Voraussetzung. Gut, aber sie haben den Schluss draus. Sie haben den Schluss draus. Ja, jetzt. Der Schlussfolgerung hat überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist doch die politisierende Wissenschaft. Der sagt am Schluss, was eine gute und eine schlechte Zeitung ist. Gibt es da eine Zeitungsliteratur, Papst, wissenschaftlich, was eine gute oder eine schlechte Zeitung ist? Das ist doch ein Urteil, das nicht ein wissenschaftliches Urteil ist. Er sagt, die Gratis-Zeitungen sind schlechte Zeitungen und andere sind bessere. Ja, mir gefallen die anderen auch besser. Aber ich würde nie sagen, jetzt, ja, das ist ja so. Qualitätsmindern. Und jetzt noch, was er nicht gesagt hat und nicht herausgefunden, wäre ein bisschen mühsamer gewesen. Wie manchmal ist denn die SVP negativ erwähnt worden? Sie hat nämlich immer, um die SVP stigmatisieren, hat sie immer gesagt, die SVP-Abschottungsinitiative, die SVP-Masseneinwanderungsinitiative, die SVP, immer zum uns in den Ecken stellen gegen die anderen. Jetzt hat das Volk mehrheitlich uns zugestimmt. Jetzt sind sie natürlich ganz dumm im Ranking. Da ist ja klar, dass dann die SVP viel gewählt wird, wenn sie jedes Mal auf uns losgehen. Also wir sind sicher mehrheitlich negativ erwähnt. Das habe ich gehört, dass ein Journalist gesagt hat, wir gehen durchgehen in einer Zeitung. Man sollte die SVP nicht mehr so viel erwähnen. Die hat viel erwähnt. Also die haben jetzt also den Bericht wörtlich genommen? Ja, die nehmen das. Das hat ja beeinflusst. Die wollen ja das auch. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja prima. Jetzt werden wir nicht mehr so viel erwähnt. Das heisst also nicht mehr so viel negativ. Weil das meiste ist ja negativ. Sie können ja nur dort nicht erwähnen. Und prompt habe ich, glaube gestern in der Zeitung aufgefallen, ist nicht mehr gestanden, SVP, Masseneinwanderungsinitiative, sondern nur noch Masseneinwanderungsinitiative. Aber was mich am meisten betrübt, ist, dass man das als Forschung, als wissenschaftlich bezeichnet. Das sind doch einfach politisierende Professoren. Das hat doch nichts zu tun mit Wissenschaft. Und ein grosser Teil von diesen EU-Forschungskredit ist für solche Tätigkeit, die einfach die Leute finanzieren. Jetzt haben Sie ein anderes Wort wollen.
Da hat sie das Wort Tätigkeit will, oder? Sie haben etwas anderes gesucht ursprünglich? Nein, Tätigkeit, aber man könnte im Wolfsturm würde ich sagen, so eine Kasumpel. Ja. Nein, es ist, ich habe ja, das ist ja jetzt rausgekommen, mit dem, haben wir das mal ein bisschen genauer angeschaut, mit dem Horizont. Da gehen Gelder auf Eritrea. Also Horizont, vielleicht müssen Sie auch hören, was das ist. Ja, das ist das Forschungsprogramm von der EU. Ja. Wo wir zahlen und scheinbar alle viel überkommen wieder. Ist ja klar, man zahlt und kommt über. Eigentlich sollte man ja gar nichts mehr müssen zahlen. In der Forschung, nur das erste Mal. Nachher müssen ja die Forschung Ergebnisse bringen. Und wir sehen ja kein Ergebnis. Ich habe noch nie Ergebnisse gesehen. Jetzt machen wir das etwa 10 Jahre. Wir haben ein Leben lang geforscht, aber jetzt selber zahlen. Und aus der also Forschung mit dem muss etwas kommen, wo man ganz streng beobachtet. Und das ist nicht einfach etwas ein machen. Und da habe ich jetzt gesehen, bei dem Bericht, der immer die Forscher, die Forscher, da hast du das Gefühl, das sind alles kleine Albert Einstein, die dabei arbeiten. Gut, ich muss jetzt aber fairerweise sagen, er hat eine grosse Beachtung, ist überall zitiert worden, die Leute haben sich mit dem Bericht auseinandergesetzt. Also findet die Diskussion statt nachher? Ja. Ja, wir reden ja darüber. Gut, ja. Also wenn das Ziel ist, dass man ein Forscher ist, dass es beachtet wird und die Leute reden, dann hätte ich noch ganz andere Sachen, die man als Forschung bezeichnen könnte. Also beispielsweise? Über unsere Politik redet man ja auch. Aber ich habe nie einen Sinn zu sagen, wir forschen. Ja. Das ist politisiert. Ich habe auch nichts dagegen. Aber wenn man das so miteinander vermischt, und das ist ja heute das Problem, auch die Professoren, die treten heute an und verkünden ihre politische Wissenschaft, ihre politische Weisheiten, die nicht höher zu werten ist, als wo man anderen auch, und sagen, das ist Wissenschaft. Sie sind die wichtige Frage, Landesrecht, Bevölkerung. Das ist eine politische Frage. Da sind Professoren, weil sie natürlich am ausländischen Recht und Völkerrecht herumpassen und dann über dem Volk stehen, wo man ausmerzen kann mit einer höheren Wissenschaft. Die sagen, wenn man es regeln muss. Und sagen, ja, nein, wir sind Wissenschaftler, wir sind Professoren. Gut, auf Ihrer Seite haben Sie auch einen Professor, oder? Ich bin nicht gegen Professoren. Ich habe nichts gegen Professoren. Aber der sagt nicht, das ist wissenschaftlich, sondern der sagt, das ist eine politische Frage. Ist, wenn die Bürger bestimmen, ist das für ein Land besser oder schlechter? Das ist eine politische Frage. Ich bin der Meinung, die Schweiz hat ein gutes Ding. Das ist ehrlich. Das ist ganz ein guter. Das ist jetzt mal ein Professor, der hier super, das ist auch gescheit. Ja, nicht alle also der Professor Vogt, würden wir mal sagen. Ja, Professor Vogt, Hans-Uli Vogt, das ist Professor an der Uni. Für Recht. Das gemacht. Wir haben gesagt, was man politisch will. Und er hat es gefasst und hat gesagt, hört, das ist juristisch nicht ganz in der Ordnung. Ja, dann müssen wir es in die Ordnung bringen. Also es muss verheben. Es muss wissenschaftlich verheben. Aber ob man es so oder anders macht, ist eine rein politische Frage. Die Herren Völkerrechtler, die wollen natürlich sagen, das Volk ist etwas tiefer unten, oder? Das Volk ist also aufpassen. Wir wissen schon, was recht ist. Das haben Politiker auch immer gehabt. Darum ist in der Geschichte so rausgekommen. Die haben Krieg gemacht und alle kamen über die Köpfe vom Volk weg. Also, das war Tele Blocher. Es ist wieder eine hochspannende Zeit. Jetzt vor dieser, gehen wir nochmal auf den Anfang der Sendung zurück, vor dieser Ecopop-Initiative. Wir werden sicher in den nächsten paar Wochen noch ein paar Mal über das reden. Tele Blocher, nächste Woche gleiche Zeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.